Nichts ist in diesen Zeiten besser, als ein Hobby zu haben, in das man so richtig abtauchen kann. Am besten noch direkt zu Hause. Markus Paul und die für seine Freundin Mareike, die haben so eins, nämlich die Astronomie. Beide sind totale Weltraumfans und Markus hat daraus sogar ein Brettspiel entwickelt. In seiner Freizeit dreht sich alles um den Blick in die Sterne. Markus Paul ist eigentlich Physiotherapeut, aber am liebsten guckt er in die Sterne. Dafür hat er ein extra Zimmer in der Wohnung in Fröndenberg. Blick durch Teleskope, Astrofotografie, alles hier hat mit den Sternen zu tun. Das Weltall ist eben seine große Leidenschaft. Ja gut, wenn das ja, wie für mich eine Leidenschaft ist, ist es sagen wir mal, wie eine Sucht, kann man schon fast sagen. Ich beschäftige mich jetzt nicht mehr so viel, dass ich draußen nächtelang nachts alleine am Teleskop sitze, sondern man wird ja auch vielleicht ein bisschen älter, dass man dann sagt, man macht einfach mal andere Dinge, wie dieses Spiel zu entwickeln, in Schule mal zu unterrichten. Und das ist jetzt meine Message an die Familien, Kinder oder Jugendliche. Ja, in der Astronomie, die ja eine Naturwissenschaft ist, da ein ja, Weitblick zu erhalten. Mit seiner Freundin Mareike Bock testet er gerade sein erstes Astrospiel. In Game of Constellation will er spielerisch sein Wissen weitergeben. Beim Brettspiel soll man Sternenbilder in einem Memory erkennen, Begriffe kneten, zeichnen und Fragen beantworten. Wie heißt der größte Planet in unserem Sonnensystem? A. Jupiter oder B. der Mars? A. Aber es ist so, in der Zusammenfügung ein super komplexes Ding, was total Spaß macht. Und ja, die Ausführung von einigen Punkten müssen natürlich noch ein bisschen verändert werden. Zum Beispiel die Figuren vielleicht nochmal, dass die angepasst werden, vielleicht ein bisschen kleiner. Das Spiel ist ja auch nur ein Prototyp. Eigentlich wollte er es auf der Spielemesse in Essen vorstellen, aber die gab es ja nur digital und bislang hat sich noch kein Verlag gemeldet. Also da bin ich realistisch, weil ja doch heute sehr viele Brettspiele gibt und auch die Tabletop-Spiele gerade im Trend sind. Und ich vermute, das ist wie ein Sechser im Lotto, dass man so ein Spiel also so rausbringt, dass ja, viele Menschen es kaufen, sagen wir mal wie Monopoly oder ein anderes ähnliches Spiel. Zusammen mit vielen ein Brettspiel zu spielen, ist wegen der Corona-Pandemie ja sowieso ein Problem. Deshalb hat der Hobbyastronom kurzerhand noch einen Wissenskanal auf YouTube gegründet. Kannst du sehen, Erik? Ja, ja. Das ist ein echter Meteorit und pass auf. Ja. Der ist magnetisch. Ich lasse mich von seiner Begeisterungsfähigkeit voll anstecken, weil er einfach, also das ist für mich ein voll neues Feld, habe ich ja durch ihn erst kennengelernt so. Klar war ich mal im Planetarium, aber sonst ist das alles neu und es ist total gut. Man muss nur Ideen haben, Zeit haben und ich bin nicht derjenige, der abends vorm Fernseher sitzt, sondern dann gehe ich wieder meinen Projekten nach. Das macht Spaß. Ideen hat Markus Paul so viele, wie es Sterne am Himmel gibt. Eine Sternenführung würde er gerne anbieten und wer weiß, vielleicht kommt sein Spiel ja doch noch auf den Markt. Manchmal muss man seine Ziele eben ganz hoch stecken.